So ist es. Auf geht's zur großen Geburtstagsparty. Anlässlich des 70-jährigen Vereinsjubiläums haben sich 5000 Fans von Dynamo Dresden auf den Weg gemacht. Um 10 Uhr ging's los am Trainingszentrum. Knapp 2 Stunden später waren sie alle im Stadion, das heute wieder rappelvoll ist. Und er erlebt heute seine Premiere an der Seitenlinie als verantwortlicher Coach. Co-Trainer Florian Junge vertritt seinen gelb gesperrten Chef Markus Anfang, der auf der Tribüne sitzt und keinen Kontakt zur Mannschaft haben darf. Wir schauen auf die Startaufstellung der SGD. 4 Wechsel im Vergleich zur 0-2-Niederlage in Saarbrücken. Park ersetzt den verletzten Kulke hinten links. Ehlers rückt in die Innenverteidigung für den gesperrten Lewald. Meier dafür Kammerknecht ran. Und im Mittelfeld spielt Akoto für den ebenfalls gesperrten Hauptmann. Vorne Borkowski, Kutschke und Conte. Sie sind so kreativ in Dresden. 29.200 Fans heute wieder mit dabei. Dresdens Kapitän Knipping schwört alle nochmal ein. Und dann rein in diese Partie. 5. Minute. Mannheim ist mit viel Selbstvertrauen angereist. Zuletzt mit 2 Siegen. Schnatterer gewinnt das Kopfballduell. Das ist Sohm. Schnatterer. Wieder Sohm. Und völlig frei. Martinovic. Sorgt erstmal für Ruhe im Rudolf-Habig-Stadion. 1-0. Schlecht verteidigt von Dynamo. Becker, der Außenverteidiger, rückt ein, klebt an Winkler dran. Und keiner ist bei Martinovic. Ein klassisches Kommunikationsproblem. Die Flanke von Sohm exzellent und Martinovic lässt Reljaccia keine Chance. Markus Anfang auf der Pressetribüne. Das stand so nicht im Matchplan. 6. Minute, Knipping schießt Park an und so wird der Ball zum Bumerang. Martinovic. Wieder raus für Schnatterer. Dynamo noch nicht richtig drin in der Partie. Mannheim sehr, sehr selbstbewusst. Christian Neithardt, der Waldhof-Trainer, sein Team mittendrin im Aufstiegskampf. Dann Ecke, Waldhof. Schnatterer. 2. Ball wieder bei Mannheim. Malachowski. Mit enorm viel Platz. Wagner sagt, her mit dem Ball. Fridolin Wagner, Pfosten! Wagner, gebürtiger Leipziger, ausgebildet bei Lok. Und Dresden verteidigt unerklärlicherweise extrem luftig. Überhaupt kein Gegenspieler für Wagner. Und Mannheim ist dran. Akoto gegen 3, schwupps ist der Ball weg. Jans, und dann geht's immer wieder flott nach vorn. Zweikampfstatistik in der Anfangsphase auch klar bei Mannheim. Rossi-Ball. Und da hinten Schnatterer. Winkel, spitz, egal. Driljaccia wischt den irgendwie weg. Und dann die Möglichkeit zum Konter für Dynamo. Malachowski mit dem Foul. Florian Junge hat die Nacht geschlafen wie ein Stein, hat er uns verraten. Am Morgen erst kam die Aufregung und Anspannung. Knappe halbe Stunde vorbei. Dresden hat sich reingearbeitet. Ehlers mit einem mutigen Antritt. Akoto, Borkowski, Akoto, Bartels! Und der Nachschuss drüber. Gibt aber Eckball. Akoto, beste Chance von Dynamo Dresden. Ehlers leitet's ein und dann schnell und direkt gespielt. Am Ende Bartels mit dem Scherenschlag verhindert so den Einschlag. Ecke. Arslan. Und dann ein entschlossener Pfiff. Elfmeter für Dynamo Dresden. Kutschke bleibt liegen. Florian Heft hat entschieden.
Kutschke hat sich am Hinterkopf wehgetan. Das sehen wir in der ersten Zeitlupe. Bekommt von Knipping aus Versehen eine mit hier am Hinterkopf. Und dann am oberen Bildrand, Zoom in Ringermanier, hält Kutschke, der nimmt den Kontakt natürlich dankend an, geht zu Boden und so ist diese Entscheidung vertretbar. Dann gibt's Gelb für Christian Neithardt. Er hat zu heftig diskutiert mit Stefan Kutschke, der dafür ebenfalls Gelb kassiert. Seine 10. Karte, bitter, er fällt nächste Woche gegen Freiburg 2. Aber es gibt ja den Elfmeter. Arslan, 3 Elfer in dieser Saison, einen verschossen gegen Saarbrücken. Und der sitzt! Arslan kassiert noch Gelb für diese Geste Richtung Mannheimer Block. Der Ausgleich für Dynamo, 20. Saisontor von Arslan. Präzise und platziert, wuchtig genug. Und wir schauen auf die Pressetribüne zu Markus Anfang. Jubeln ist trotz Sperre eigentlich erlaubt. Und diese Führung belebt Dynamo, belebt Elas. Sehr auffällig im Spielaufbau. Super Ball hinter die Abwehr auf dem pfeilschnellen Conte. Jans. Ja, sehr mutig, den so zu klären. Knapp am Eigentor vorbei. Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft. Gute Möglichkeit. Gut eingeleitet von Kevin Elas, der in der Rückrunde kaum eine Rolle spielt. Heute für den gesperrten Lewald überzeugt. Dann Freistoß. Wagner gegen Knipping und ein Stadion will Elfmeter. Geht aber erstmal weiter. Wagner und Jans nehmen sich aus dem Spiel und dann Wagner. Oben gibt's den Kontakt gegen Knipping, der stolpert dann leicht ein. Kann Elfmeter. Trotzdem Glück für Mannheim. Dann ist Halbzeit und es geht mit Dynamo Dresden weiter. Die kommen mit Wucht aus der Kabine. Ball auf Arslan, bekommt da keinen Druck dahinter, aber ein guter Auftakt der SGD. Die macht weiter, der nächste Ball auf Borkowski. Ballannahme nicht perfekt, dann wird der Winkel spitz, aber immerhin wieder ein Abschluss von Dynamo Dresden. Standards, immer eine Aufgabe für Ahmed Arslan. Das Elas und Knipping, Ball im Tor, aber wieder der Pfiff. Abgepfiffen, weil Elas geschubst haben soll. Und zwar hier seinen Gegenspieler. Und deshalb geht's weiter. Borkowski. Da ist Lemmer, der ist eingewechselt. Wie so oft der Winterneuzugang von Kickers Offenbach. Erst dreimal Startelf. Heute wieder von der Bank, fügt sich aber immer nahtlos ein ins Offensivspiel der SGD. Die nächste tolle Choreo der Dynamo-Fans. Die nächste obendrauf, nichts für die Nase, eher was fürs Auge. Mannheim braucht so 20 Minuten in Halbzeit 2, um sich zu berappeln. Dynamo lässt den Waldhof ein bisschen kommen. Jans im Zusammenspiel mit Bledel. 170 Zweitligaspiele für Düsseldorf. Winkler auf Martinovic! Das Geburtstagsgeschenk für Driljaccia. Der war am Donnerstag 24 Jahre alt geworden. Und der Ball springt ihm irgendwie direkt in die Hände. Riesenglück für Dynamo Dresden. Toller Abschluss von Martinovic. Das Spiel, es droht in Richtung Mannheim zu kippen. 73. Minute.
will den Ball. Und dann geht's los. Pledel zieht, aber Park bleibt stabil. Vorteil, sagt Schiedsrichter Heft da drüben. Lemmel mit viel Platz und in der Mitte positioniert sich Kutschke. Sein 7. Tor im Jahr 2023. Er wird immer besser. Letztes Jahr in der Hinrunde nur 2 Treffer. Entscheidend die Vorarbeit von Park, der sich nicht fallen lässt. Und dann Lämmer mit viel Platz. Kutschke zwischen den beiden Innenverteidigern. Und genau da kommt der Ball hin. Das ist nicht zu verteidigen für Bartels im Tor des Waldhof. Der Blick auf Markus Anfang, das Stadion explodiert, die Kamera wackelt. Dann muss Kutschke raus. War die Woche auch angeschlagen mit Mandelentzündung. Dazu macht der Oberschenkel dicht. Klasse Spiel. Für ihn kommt Scheffler. Mannheim rennt weiter an ohne ganz klaren Plan. Jetzt rutschen sie weg. Und das ist die Top-Konterchance. 4-3. Scheffler in Position, rutscht weg, sieht aber noch. Paul Williams rettet da in letzter Sekunde. Gute Übersicht von Scheffler. Und dann ist es Laurent Jans. 90. Minute. Mannheim will den Ausgleich. Der eingewechselte Tass. Und da ist Sohm völlig frei. Noch kein Tor im Jahr 2023. Pascal Sohm hätte seine Ex-Kollegen schockiert, wenn er hier getroffen hätte, zum Ausgleich. Nachspielzeit, weiter Mannheim. Jans kann die Flanke bringen. Und dann kommt der Ball irgendwie zu Wagner. Technisch höchst anspruchsvoll. Den bekommt er dann nicht aufs Tor gedrückt, aber Dresden in dieser Phase, dieser Schlussphase mit ordentlich Glück, aber auch mit Können. Sie halten dagegen, halten sich Mannheim vom Leib. Letzte Aktion, nochmal Scheffler und der ist für die Fans, denn danach ist Schluss, Florian Junge. Erfolgreiche Premiere, gewinnt mit 2:1 gegen Mannheim. Felicitas Hölscher mit den Stimmen zum Spiel. Florian Junge, Cheftrainer-Premiere heute, dann mit einem Sieg gekrönt. Ist eine Premiere nach Ihrem Geschmack, würde ich mal behaupten. Ja gut, da kann ich jetzt natürlich schlecht widersprechen, ist klar. Ich muss den Jungs ein unfassbares Kompliment machen, was war für mich ein sehr schweres Spiel, also nicht für mich persönlich, sondern ich denke, das Spiel an sich war sehr schwer. Viele Nicklichkeiten gerade in der ersten Halbzeit, viel Intensität, viele Ballwechsel, viel Chaos auch irgendwo ein Stück weit. Schade, dass ich heute auf der falschen Seite stehe. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Wir hätten auch gewinnen können. Ja, für uns ist es extrem bitter, dass wir heute verloren haben. Dresden lässt sich heute vom Rückstand nicht runterziehen und zeigt einen starken Willen zur Wende. Diese Moral in dieser Truppe, die sich seit Winter dann irgendwo entwickelt hat, das zeichnet gerade auch oder spiegelt diesen Charakter dieser Mannschaft wider, dass man sich von Rückschlägen, gerade auch wie in Saarbrücken, heute mit dem Gegentor nicht beeindrucken lässt, sondern unser Fußballspiel, was wir vorhaben, die Idee vom Trainerteam, das umzusetzen. Und das haben wir heute über weite Phasen sehr gut gemacht. Das goldene Tor zur Geburtstagsfeier in Minute 73 von Stefan Kutschke. Ja, erstmal haben wir einen überragenden Ballgewinn von Park gehabt an der Mittellinie, der den Ball treibt, einen guten Ball nach außen spielt auf Lemmy. Und das ist das dann, was wir Stürmer, gerade der Manuel Scheffler und ich, was wir fordern, diese Flanken in den Strafraum. Weil davon leben wir nun mal als große Stürmer. Und das war eine perfekte Flanke. Und dann ist es irgendwo
Überzeugung von allen. Nehme ich da nicht irgendwo raus, eine Überzeugung von allen, weil dieses Tor ist ein Produkt der ganzen Mannschaft. Und das macht mich stolz. Dresden antwortet nach der Niederlage letzte Woche gegen Saarbrücken prompt und mischt so weiter voll mit im Aufstiegskampf.